Und ich habe auch früher am Anfang nicht geglaubt, dass mein Vater blind ist. So, das ist ja, er war ja, also meine Mutter hat mir das ja so erzählt, dass Papa sehr schwer krank war, zuckerkrank, und dann wurde sein Fuß abgeschnitten, dann Netzhaut kaputt. Und als er das erfahren hat, hat er morgens Mama gerufen, die so, hey Sadia, mach mal das Licht an. Und meine Mutter so, hä? Das Licht ist an. Krass. Und dann hat er es gecheckt, dass er blind ist. Krass. Und das ist so krass, dass du bist nicht damit, und dann irgendwann konnte er gar nicht mehr sehen. Hm. Und ich als kleines Kind, wie alt war ich da? 4, 5? Ich hab's nicht geglaubt, dass mein Vater blind ist. So. Hm. Ich bin immer reingegangen, hab Licht angemacht, ausgemacht. So ein kleiner Teufel war ich so. Immer Licht an, Licht aus. Ja. Und noch eine Sache, die ich einmal gemacht habe, wo ich mich jetzt so... Mein Vater war früher, immer wenn er wusste... Wir haben Scheiße gebaut. Er wusste, wo wir uns immer verstecken, damit er mit seinem Krückstock kommt und immer Poposchläge macht. So. Okay. Und er wusste, wo ich mich immer verstecke. Und ich habe mich immer unterm Bett versteckt. Mhm. Und ich wusste, dass mein Vater immer mit seinem Krückstock kommt und unterm Bett macht, kommt und schlägt. Mhm. Was habe ich aber gemacht? Ich habe aber ein Kissen genommen, habe den genau in die Mitte getan und habe mich ganz nach unten versteckt. Mhm. Und immer, wenn er gegen Kissen geschlagen hat, habe ich ihm immer gesagt, aua, ei, aua. Oh mein und Gott. Boah, wie krank ist das? Ja, als kleines Kind. Ich stelle mir so vor, du bist in der Ecke und sagst, aua. Ja, ja, genau. Aber du musst auch noch auf den richtigen Moment warten. Ja, ja, immer wenn ich gehört habe, bam, ei. Scheiße. Ich war echt voll der Teufel. Voll der Teufel. Oder eine Sache, die werde ich nicht vergessen: Wir hatten mal Besuch bei uns zu Hause. Wir hatten Besuch bei uns zu Hause und die hatten so ein Baby, so ein frisch geborenes Baby. Das war, was heißt frisch geboren? 4, 5 Wochen. Hm. Frisch geboren, ne? Keine Ahnung, 5, 6 Wochen. Ja. War ein bisschen stabil, keine Ahnung. Ich habe mit das Baby gespielt und ich habe das Baby immer gehalten die ganze Zeit. So, und mein Vater so, was machst du da? Ich so, ja, ich spiele gerade mit das Baby. Und er so, ja, gib mir das Baby. Hm. Und ich habe ihm das Baby gegeben, aber falsch rum. Und er spielt die ganze Zeit und er macht immer so, na. Und Bruder, und ich kann mit meiner Stimme, habe ich genau die Sounds, die er nachmacht, ja, also die er macht. Das hab ich Baby versucht, aber. Habe ich so gemacht, als wäre das Baby und würde das nachmachen. Ich so. Und er so, Mashallah, was ist das? Er so sagt, ba, ba. Und ich so, ba, ba. Scheiße. Er so, Subhanallah, sagt, Mama. Und ich so, ba, ba. Und er dachte so, Mann, wie alt ist das Baby? Alle so 6 Wochen. Und er so, hat das Baby durchgeschmissen. Und nein. Scheiße. Aber das war krass, Alter. Ja, aber ich habe immer hast so... Hast du das in deiner Show? Nee, gar nicht. Boah, das musst du reinbringen, Alter. Das komme ich in meinem zweiten Solo, ja, wenn ich das wahrscheinlich... Das musst du reinbringen. Ja, weil mein zweites Solo wird auch ein bisschen persönlicher sein. So. Mhm. Das sind so Themen, die eigentlich über meinen Vater spreche ich kaum, aber das war so... Das ist so Kindheit so, Mann. Oder du bist als kleines Kind so. Mhm. Dass ich immer diese... Das meine ich mit veräppeln, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Mhm. Und, ja... Klar hört sich das böse an, aber du bist ein kleines Kind. So. Jetzt kann ich darüber lachen. Und das sind so Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, die einen prägen und das so.